Hallo und willkommen zurück bei Subnautica. Ich habe mich jetzt schlau gemacht bezüglich des Exosuits und der Battery-Charging-Sache. Leider noch nicht implementiert. Also man kann es anscheinend bereits ins Spiel holen, aber noch nicht offiziell bauen. Also per Konsolenbefehl kann man es holen. Und deswegen werden wir die Folge jetzt was anderes machen. Ich weiß nur noch nicht genau was. Ich will auf jeden Fall ein anderes Upgrade für die Seamoth. Wahrscheinlich den 3D-Scanner. War das der hier? Erweiterter Kabelsatz. Okay, Moment. Erweiterter Kabelsatz. Gold mal 2 und Computerchip. Okay. Falsch. Das brauche ich. Das brauche ich. Habe ich eigentlich noch Gold? Wenn nicht, es liegt um die Insel rum genug von dem Zeug. Da habe ich ein Gold. Wow. Und uns gehen auch langsam die Tischkorallen aus. Okay, Computerchip. Habe ich sonst nirgendwo Gold? Wahrscheinlich nicht, weil ich sie immer liegen lasse. Weil ich brauch's ja nie. Verdammt. Gut. Dann gehe ich ganz schnell Gold holen. Ich hoffe, da liegt gleich irgendwo was rum, weil ich hab's so oft liegen lassen. Davon sehe ich schon eins. So, nehme ich. Batterie. Ja. Werde ich mir dann auch gleich bauen. Da wir ja im Moment diese nicht aufladen können, ich werde aber die leeren Batterien in den Schrank tun. Dann haben wir für die Zukunft gleich mal ein paar. Da bin ich. Nee. Oh Mann. So. Ich habe, glaube ich, habe ich nicht den Schrank für Batterien gemacht? Anscheinend nicht. Dann tue ich die Batterien einfach mal da rein. Das Ding ist voll. Das Ding ist auch voll. Was? Waren die nicht leer? Oder laden die sich jetzt im Moment von selbst wieder auf? Ne, das sind Energiezellen, ich bin ein Depp. Das heißt, ich behalte die leeren Batterien nicht, oder, hä? Ich habe jetzt gerade keine Ahnung. So, erweiterter Kabelsatz. Gehört mir. Mir! Dann baue ich einmal Simon Sonar. Werde diesen hier einbauen. Statt dem hier. So. Tada. Dann werde ich das andere Teil derweil auch verstauen. Ein Schrank nur für Simon Upgrades? Das wäre gar nicht so blöd, glaube ich. Ich tue das mal da raus. Tue das Upgrade da rein. Jetzt habe ich natürlich das Zeug bei mir. Was mache ich damit? Magnetit. Das muss ich irgendwie anders machen. Das ergibt so überhaupt keinen Sinn. Das ist echt hier. Materialien-Schrank. Das passt. Da kommen die ganzen Materialien rein. Tück, tück. Ja. Dann lasse ich das vorerst so. Was wollte ich dann machen? Ich wollte Batterien bauen. Verdammt, ich habe nur noch einen Kupfer. Okay. Eine Batterie. Heißt das jetzt aber wirklich, dass er die Batterie nicht behält? Unload Power Source. Jetzt müsste ich doch. Da ist sie. Okay. Wenn ich die Batterie jetzt da rein tue. 0%. So. Habe ich noch mehr, wo eine leere Batterie drin ist? Da ist 85%. Okay. Ich hatte ja, glaube ich, noch irgendwo eine leere Batterie, oder nicht? Anscheinend nicht. Na gut. Dann schraube ich da ganz kurz Energie. Weil das gilt ja für Batterien und für Energiezellen.
Ich geh mal weg da. Du geh auch weg, obwohl... Ich könnte dich eigentlich schnetzeln und draußen dann wieder anpflanzen. Dann wollen wir mal. Ich schnetzel mal ein wenig Pilz. So, ich muss aufpassen, damit ich nicht wieder beide zerstöre. Ne, dann nehme ich mal ganz kurz einen auf. Schnetzel den hier. Lass hier den fallen. Und schnetzel den auch. So. Yay! Der Geschmack von Säure am Morgen macht ganz munter. Dann pflanze ich hier mal wieder was an. So viel ich zumindest kann. Okay, das war's. Ja, ich werde, glaube ich, weil mir gesagt wurde, dass ich für die Cyclops auch das Upgrade machen kann für das Tiefmodul. Das Ding muss ich auch mal mitnehmen. Das mache ich jetzt auch. Ich werde das woanders aufstellen. Komm du mal mit. Das stört hier nur. So. Dich werde ich nämlich auch eher dorthin bauen, wo ich sowieso meine ganzen Materialien habe. Mehr so in die Ecke hier vielleicht? Oder so hier mittig? Nee, ich baue es dahin. Weil das passt so gut. Man kann sich sehr gut draufsetzen. So, Cyclops Upgrade. Dafür brauche ich 10 Plastalbahnen, okay? Oh mein Gott. Einer würde sich, glaube ich, ausgehen. Also, zumindest mal einen Titanbarren. Was war das andere schnell? Titanbarren und Lithium, genau. Das habe ich jetzt wohin getan? Da. Ich nehme mal die Sachen auch alle raus, soweit ich kann. Ich brauche noch einen anderen Schrank dann für eben Ausrüstung. Blutöl ist aber eigentlich pflanzlich, das gehört schon da rein. So. Das, was nicht reingehört, sind die Dinger. Verdammt, kein Platz mehr. Okay. Glas. Dann... Lithium brauche ich ja, aber eines brauche ich dafür nur. So, so. So. Da kommt die Ausrüstung rein, was soll's. Strahlenschutzanzug. Eins davon. Ja. Dann baue ich einen Plastalbarren. Fehlen nur noch 9. Mann, das wird eine Arbeit. So, ich schaue ganz kurz. Das Titan kann ich wegtun. Was kann ich denn noch wegtun? Die Energiezellen wollte ich ja verbauen. Die Leuchtfackel kann ich dann wegwerfen. Das heißt, wir müssen wieder mal Stahl sammeln. Oder Metall. Oder eben Titan. Mir ist nämlich in den Kommentaren gesagt worden, und das ist mir auch aufgefallen, wenn ich zum Beispiel jetzt Titan sammeln gehe, dann bin ich so extrem auf dieses Metall versessen, dass ich die einzelnen Titanstücke nie aufhebe. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das ist voll seltsam eigentlich. Weil ich mir wahrscheinlich jede Menge Zeit damit sparen würde. Aber was soll's. Unbewusst bin ich anscheinend nicht imstande, einzelne Titanstücke aufzuheben. Okay, wir haben jetzt den Sonar. Das heißt... Yay! Ich freue mich. Ich finde das immer noch so cool.
Das ist einfach großartig. Aber das reicht vorerst. Oh Mann, das heißt, wir brauchen 100 Titan. Jetzt nur noch 90. Das geht sicher mit einem Tauchgang sowieso nicht aus. Da muss ich voll oft hin und her. Sehe ich hier Metall irgendwo? Da. Metall. Wisst ihr was? Ich werde jetzt, wie gesagt, die Leuchtfackel gleich wegwerfen. Leuchtest du? Tust du was? Oder hat er sie jetzt nur fallen gelassen ohne... Ne, die leuchtet, glaube ich, schon. Oder... Oh mein Gott, okay. Da ist Metall. Meins. Habe ich vergessen, die Leuchtfackel anzumachen? Ich glaube ja, ich habe es einfach nur weggeworfen. Weil ich ein Idiot bin. Voll sinnlos. Das ist ungefähr so, als wenn man eine Granate wegwirft, aber vergisst den Stift zu ziehen. Und wenn man Glück hat, kommt einer von den Feinden, hebt die Granate auf und bittet sie einfach, Entschuldige, könntest du den Stift ziehen? Ich hab's vergessen. Ja, klar. Zick, puch. Danke. Das erinnert mich an einen uralten Film. Wie hieß der? Der ist richtig lang her. Oh Mann. Irgendwas hieß er Mom und Dad retten die Welt? Kennt denn wer von euch? Das ist so richtig so ein... Ich weiß nicht, ob aus den 80ern oder aus den 90ern ist. Was beides schon voll lang her ist. Irgendwie voll traurig. Da gab es eine Szene mit einer Granate, auf der steht, heb mich auf. Und dann haben sie damit eine ganze Armee ausgelöscht. Die haben sie geworfen und dann kam immer einer her, hat die Granate hochgehoben, weil es drauf stand und ist dann vaporisiert worden. Der hat sich einfach in die Luft aufgelöst. Dann kam der Nächste, hat sie wieder aufgehoben und so haben sie eine ganze... Moment. Ich muss kurz Schutz suchen. Ich glaube, Mom und Dad retten die Welt, hieß der Film. Der lief damals ein paar Mal im Fernsehen, jetzt gar nicht mehr, glaube ich. So, rein. Ich dachte, ich hätte noch ein Stück Metall gehabt. Anscheinend. Warum habe ich... Ach, da sind die leeren Batterien. Ach so. Na gut. Dann eben so. Ich brauche mehr Metall. Mehr Metall. Da. Ist da Titan drin? Einfach aus Prinzip. Nee. War das Kupfer? Ja, nehme ich. Da. Metall. Metall. Und Metall. Ich glaube, jetzt bin ich wieder voll. Ja. Trinke ich? Nehme ich. Da neben mir. Mann, hat sich an mich gekuschelt. Das ist nicht schön. Ich hätte gerne noch einen Platz, dann könnte ich noch ein Metall mitnehmen. Egal, Kupfer weg. Metall. Das Problem ist, jetzt kann ich in der Seamoth auch nur 3 Stück reintun, weil ich ja den Rest gerade voll habe. 1, 2, 3. Aber ich will die leeren Batterien nicht unbedingt wegwerfen. Weil die ja in Zukunft offensichtlich geladen werden können. Nehme ich. Aber das hier ist wirklich ein gutes Biom, um Metall zu sammeln. Weil eben alles relativ eben ist, man sieht es schon von weitem. Und vor allem gibt es recht viel. Oh Mann. Oh Mann. Verdammt. Jetzt habe ich Angst. Spinnen. Und mir geht bald die Luft aus. Ich muss zurück. Ich muss zurück. Zurück zu meiner Seamoth. Zu Phoenix. Ist da Titan drin? Nee, Silber? Okay. Ich bin schon unterwegs. Und ich glaube, das Klügste ist, ich gehe dann zur Kapsel und werde dort dann die Barren herstellen. Schaffe mir so gleichzeitig wieder Platz.
Und kann dann, da wäre noch ein Stück Metall, das nehme ich auch noch mit. Und kann dann den neuen Platz nutzen. Oh, was? Ach so, weil ich jetzt das Ding aufgehoben habe. Weg damit. Rein damit. Wo ist denn die Kapsel eigentlich? Da ist der Hafen, dort ist die Kapsel, okay. Dann tuckern wir mal zurück. Und ich glaube, das wird jetzt wieder mehrere Folgen, also diese und die nächste in Anspruch nehmen, um das Upgrade für das Cyclops-Tiefmodul zu bauen. Aber hey, dann hätten wir das auch geschafft. Was ja schön ist. Ich bin ja oft am Überlegen, wenn ich jetzt mehrere Folgen Subnautica aufnehme, dann passiert ja in manchen Folgen mehr als in anderen. Und manchmal überlege ich mir echt, dass ich einfach mehrere Folgen zu einer zusammenschneide. Wäre zwar einerseits spannend, weil ja eben dann in einer Folge voll viel passiert, aber ich habe dann immer Angst, dass ich dann mit dem Aufnehmen und dem Veröffentlichen nicht mehr klarkomme, weil ich ja dann im Prinzip theoretisch für 3-4 Tage aufnehme und praktisch gesehen dann alles an einem Tag raushaue. Das heißt, es wäre dann zeitmäßig voll schwer umzusetzen. Deswegen, ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, dass eben in manchen Folgen nicht ganz so viel passiert, wie zum Beispiel in den letzten, wo wir uns eher um den Lagerraum gekümmert haben. Oder jetzt zum Beispiel, wo wir wieder Metall sammeln. Aber in Zukunft kommt bestimmt wieder viel Spannendes auf uns zu, eben wenn der Exosuit da ist oder wenn wir die Batterie-Charging-Systeme bauen können. Und wenn neue Wesen wieder eingeführt werden. So. Baue ich. Und ein Barren. Und noch ein Barren. Am klügsten ist, ich werde die hier zwischenlagern. Derweil, ich tue mal alles da rein, was ich gerade nicht brauche. Ja, soll ich den Gleiter? Okay, nicht vergessen, ich habe den Gleiter da drin. Ich schaue noch mal ganz kurz, ob das mittlerweile wieder... Nein, okay, schade. Dann hole ich mir noch den Rest. Jetzt habe ich keinen Platz mehr. Doch, ich habe ja noch Platz, Mann. Ich bin es gar nicht gewohnt. So. Ach schön. So viel Titan. Aber nicht mehr lange, weil es wird ja alles dann in unser U-Boot gesteckt. Oh, mir geht bald die Energie hier aus. Und die lädt sich auch nicht auf. Stimmt. Oh, oh. War's das? Das war's. Oh Mann, an das habe ich gar nicht gedacht. Falsch rum. Eins, zwei. Oder doch, die lädt sich auf. Wie lädt sie sich eigentlich auf? Ich habe keine Ahnung. Theoretisch brauchte ich jetzt nur noch... 2, 4, 6, 2 Titan, dann könnte ich noch einen Bahn bauen. Vielleicht habe ich ja Glück und finde hier irgendwo noch etwas Titan. Oder ein Metall. Auch schön. Und noch eins. Nehme ich. Sonst noch irgendwo? Zufällig? Hä? Ach, da habe ich... Da sind wir, okay. Mann, das erinnert mich an die Anfänge. Das ist so lang her. Schöne Zeiten waren das. Ich unwissend. Kaum einen Plan davon, wie man hier überlebt. Und jetzt seht mich an. Unwissend. Keinen Plan davon, wie man hier überlebt. Aber älter. Oh Mann. Ist hier noch ein Metall irgendwo? So rein zufällig? Das wäre so schön. Wobei, ich habe jetzt
Ja, das reicht ja. Das geht sich jetzt genau aus, dass ich jetzt noch zwei Bahnen baue. Das heißt... So. Halte durch, Kapsel. Ich brauche nicht viel Energie, aber die ich brauche, ist essentiell. Und jetzt müssten sich genau noch zwei Barren ausgehen. Mann. Dann tue ich mal den einen Barren da rein. Das Kupfer da rein. Und jetzt müsste ich es bei 5 ausgehen, dass ich noch eines baue. Bei 5 Energie. 5 Energie. 5. Energie 5. 5 Energie. Komm. Ich kletter mal da hoch. Hat das Ding eigentlich ein Solarpanel drauf? Nee. Woher bekommt es dann die Energie? Ich meine, es hat so Energiezellen, aber die halten ja nicht ewig. Okay, jetzt müsste ich es ausgehen, dass ich noch einen baue. Ja. Okay. Tschakabum. Alles klar, Freunde. In der nächsten Folge machen wir so weiter. Das heißt, wir brauchen noch ein paar Barren. Aber wenn wir die haben, dann kehren wir zurück zur Basis. Und dann wird die Cyclops noch so richtig tiefer sinken können. Aber so richtig. Keine Ahnung, wie tief. Ich glaube, 1500 wurde mir gesagt oder sowas. Das ist schon eine ziemlich tiefe Tiefe. Bis zur nächsten Folge. Mein Name ist Taco. Macht's gut.